So, hier ist nun mein 100 Abo, beziehungsweise mittlerweile auch schon über 5000 Aufrufe Video. Ja, nochmal vielen Dank. Ich sage jetzt nicht großartig die Artikel an, von welchem Hersteller und so weiter. Ich lege einfach drauf los, weil es ist nicht besonders warm. Und ich weiß nicht, ob man sehen kann, wahrscheinlich nicht. Schnee. Wie wohl fast überall in Deutschland. Dann legen wir mal los. So. Das hier müsste ein Geisterlicht sein oder Irrlicht genannt. Nicht der Rede wert, auch nicht für Klasse 1. So, haben wir dann hier Silberwirbel. Ich hoffe, nicht dreht er sich. Ja, ein bisschen besser. So, dann haben wir Feuerring. Was für ein Duft. So, in der Innentasche kramen, komme ich ein bisschen schwer hin. Dann hätten wir hier, was ist das, Speedy oder Pyrospeed, ich weiß es nicht. Blitzknatter, Fontäne oder Blitzcracker oder wie sie auch immer heißen. So, was haben wir hier? Das sieht noch aus wie so ein Geisterlicht, aber da ist der Boden weg. Natürlich billige Verarbeitung, aber was will man erwarten heutzutage? Ah, schönes Blau. So, was haben wir denn noch hier? Nochmal so ein Pyrospeed oder Nico Biene, ich weiß es echt nicht. Ich habe die einfach mal alle in die Tasche gemacht und man sieht doch so schlecht. Wird hier ein bisschen Speedy sein. Von Nico. Der sich ja absolut nicht dreht. So. Jetzt versuche ich das hier mal gerade. Moment. Habt Geduld. Oh.
So. Nochmal so ein Feuerring. Die Dinger bleiben ja auch überhaupt nicht stehen. Silberwirbel von Weco. So, jetzt haben wir mal Blitzknatterball von Weco. Ich halte mal nah dran. Ja. Holen wir noch einen. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Na, komm schon. Er will nicht. Gern. Der hat versagt. Schnauze da oben. So. Haben wir nochmal so einen Kreisel. Ja, so ein Blitzcracker. Nochmal so ein Bodenkreisel. Schwach. So. Also ich habe Feuerringe von Nico und von Weco dabei. Ich weiß aber, wie gesagt, jetzt nicht. Oh. Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Damn. Nochmal Feuerring. Blöd geschmissen. So, die Innenjacketasche ist leer. Jetzt habe ich aber noch was in der Seitentasche. So, weiter geht's mit der Fantasy Eisstern von Keller.
ganz nice. So, und zum Abschluss machen wir, obwohl ich sagen muss, hier manche Artikel hier, die zerfallen schon beim Rausnehmen. Also, ist echt unglaublich. In dem Fall ist es der Feuerspucker. Von Nico. So. Jetzt sind ich zwei Stück. Und wie gesagt, nochmal danke für über 100 Abonnenten. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Oh, Monsterflamme.